Willkommen zu den Kauftipps des Monats Februar 2023. Meine letzte Umfrage hat gezeigt, ihr möchtet gerne die Kauftipps, was ich euch empfehlen würde. Hier also meine Vorschläge. Ich habe mir vorrangig überlegt, wie kann ich euch das sinnvoll präsentieren. Meine erste Umfrage hat gezeigt, dass es viel mehr Leute gibt, die einfach gerne nur Produkte öffnen und Spaß am Booster öffnen haben. Die zweite Gruppe sind die Investoren, die sich überlegen, für ein Langzeitinvest solche Sealed-Produkte beiseite zu stellen. Ich möchte hier in diesem Video beide Gruppen bedienen und euch nacheinander zeigen, wie ich vorgehen würde in jedem dieser Fälle. Wenn du also das Produkt kaufst, um es zu öffnen, dann spielt eigentlich nur eine Sache eine Rolle, und zwar, an welchem hast du am meisten Spaß? Ich kann dir hier nur ein paar Tipps geben, wo ich sagen würde, da kannst du gut zugreifen, da wirst du genug Karten und Qualität für dein Geld bekommen. Momentan lohnen sich wirklich die Dominaria Remastered Draft Booster, wie man hier am Preis sieht. Laut Rudy wird es hier auch nochmal so einen Reprint geben, man weiß nicht genaueres darüber, aber ja, auch bei den Collector Boostern anscheinend soll es da etwas geben. Das ist sicherlich ein tolles Produkt mit schönen Karten, über die Jahre gesammelt, eher schon wie so ein Masters-Produkt. Das würde ich auf jeden Fall momentan als Kauf empfehlen, wenn du etwas öffnen möchtest. Natürlich deutlich teurer hier sind diese Collector-Booster von Dominaria. Wenn man da reinschaut, dann sieht man hier natürlich die Preise, die sind natürlich deutlich höher. Wir können es auch mal wirklich nur sortieren nach den deutschen Händlern und einmal hier schauen, was hier angezeigt wird. Gibt es nur englische? In dem Fall schon, ja. Wusste ich gar nicht, aber das ist ja gut. Dann haben wir also hier wirklich die englischen Produkte. Da haben wir die günstigsten von gewerblich hier auf 290 Euro. Wie gesagt, wenn es hier noch eine Reprint-Welle gibt, wäre ich mit den Collector-Boostern eher noch ein bisschen zurückhaltender, auch wenn ich glaube, dass die nicht viel sinken werden, selbst wenn da noch mehr auf den Markt kommen. Zum Öffnen wirklich ein tolles Produkt mit den ganzen Tutoren, die da drin sind, und der Force of Will natürlich. Da kann einiges an Value drin stecken, aber ja, das ist so eine Sache für 300 Euro. Wenn man das möchte, kann man das natürlich machen. So, günstiger, wie gesagt, ist hier die normale Boosterbox. Kommt ein bisschen aufs Budget an. Wenn du auch draften willst, dann natürlich ganz klar hast du hier die normale Draft Boosterbox um die 175 Euro. So, das neue Set ist hier schon auf Platz 2, Phyrexia All Will Be One. Und da sind die Set Booster vorne, die würde ich auch nämlich sagen, sind hier sicherlich spannender, wenn du öffnen willst. Einfach nur des Spaßes halbers, dann nimmst du dir Set Booster Boxen und da würdest du dir diese vorbestellen. Da steht nochmal dran, Vorverkauf, ab dem 2.2. werden die verschickt, davor nicht. Ja, und das sind natürlich hier recht hohe Preise. Man findet es bei den anderen, bei den eigentlichen Anbietern dann noch einen Tick günstiger, ohne hier jetzt Werbung machen zu wollen. Bei Card Market eben, ich schaue hier und da kann man am besten einfach auch mal vergleichen. Was ich euch auch nicht empfehlen möchte, sind Einzelkarten, die jetzt noch legal sind in Formaten, die gespielt werden, die nicht zur Reserved List gehören. Was ich euch als Kauftipps auch nicht empfehlen möchte, sind Einzelkarten, und zwar die neuen, die jetzt rauskommen und auch einen Wert haben. Durch Reprints können die ruckzuck absinken, ins Bodenlose fallen, und das sind für mich einfach Spekulationen. Genauso wie Karten, die es extrem günstig gibt, wo du sagst, die sind eigentlich richtig gut und die könnten im Wert steigen. Auch das sind Spekulationen,
wo du dann selbst einfach überlegen musst, will ich da zocken? Aber das ist für mich auf jeden Fall kein Kauftipp, da würde ich euch sonst einfach in die falsche Richtung führen. Wir konzentrieren uns also hier auf die Sealed-Produkte, die eine Sicherheit darstellen, die im Wert sehr wahrscheinlich nicht fallen werden. Was ich jetzt auch noch sehr spannend finde, sind hier die Sealed-Produkte. Und zwar, welche es noch gibt, sind die Bundles und Fatpacks. Und da hat es hier ganz oben in der Liste bei Beliebtheit, ja, welch Wunder, die Complete Edition von Phyrexia All Will Be One Fatpack. Alash Norn hat ihre Reihen verstärkt mit einer seltenen Voll-Promo-Karte in phyrexianischer Sprache und neuen vollendeten Kartendrucken, die mit einem besonderen All-Slick-Raised-Volldruck perfekt nach ihrem Abbild gestaltet wurden, enthält 12 Booster. Und genau dieses hier ist dieses Produkt, wo, glaube ich, Sinn macht. Hier bei Amazon können wir mal reingucken. Was sagt Amazon zu diesem hier? Gibt es das überhaupt noch bei Amazon? Ja. Hier hat es so ein Bundle, aber das ist das Falsche. Es gibt auch ein normales Bundle, da müsst ihr aufpassen. Und hier seht ihr, es ist schon nicht mehr verfügbar als Bestseller, aber du bekommst es jetzt noch bei einigen Stores. Und das ist für mich so ein Produkt. Hier seht ihr hier die schönen Länder. Ja. Wirklich echt prima, wie die aussehen. Und hier hast du eben auch diese phyrexianische Karte, das müsste hier die Arena sein, die es da gibt. Und hier eben nochmal die Länder. Und das ist, denke ich, ein wirklich spannendes Produkt, das man sich holen kann. Da steht es auch nochmal, 12 All-Slick-Raised-Vollkarten, darunter zwei sagenhaft seltene Karten und 10 Standardländer, zwei von jedem Typ. Also es sind hier, wenn du mit 2 Euro rechnest, schon 20 Euro. Und dann hast du noch diese 12 Set-Booster, entsprechend einem halben Display von Set-Boostern. Und dann eben diese zwei besonderen Karten, die dann noch dabei sind. Und dann gibt es auch noch 40 traditionelle Volländerkarten. Und ja, da kommt doch einiges zusammen. Und ja, diese Aufbewahrungsschachtel ist nice to have. Wirklich, denke ich, auch zum Öffnen prima, aber auch als Investment gesehen, würde ich euch das hier jetzt empfehlen. Der Preis für diese Boxen liegt jetzt etwa bei 70 Euro. Das nächste, was wir hier haben, was ich euch empfehlen würde, wenn ihr noch etwas öffnen wollt momentan, ja, das wäre, glaube ich, dieses hier. Und zwar die Jumpstart Booster Boxen. Die sind momentan so etwa für 95 Euro zu haben. Haben ganz tolle Designs, wie ich finde. Das ist wieder ein etwas besseres Jumpstart Produkt. Eine schöne Möglichkeit für jemanden, der auch einfach mal ein bisschen spielen möchte. Zwei Packs zusammen mischen und dann geht's los. Also wirklich prima Produkt. Das sind so für mich im Februar die Kauftipps, wenn du etwas öffnen möchtest oder direkt etwas spielen möchtest. Wen ich hier nicht abdecken möchte in diesem Video, sind diejenigen, die ein Produkt kaufen, möglichst günstig, um es in wenigen Tagen, Wochen direkt zu Profit zu machen und weiter zu verkaufen. Aus welchem Grund? Und zwar ist dieses neue Plattformensteuertransparenzgesetz dafür verantwortlich. Es ist ein viel zu großes Risiko, mit Neuprodukten hier zu handeln, sie günstig zu kaufen und für ein paar Euro weiter zu verkaufen. Ihr wisst, es gibt jetzt diese Grenze mit 30 Verkäufen pro Jahr und auch 2000 Euro Umsatz. Sobald das eines dieser beiden überschritten wird, erfolgt eine Meldung an das Steueramt. Um das zu vermeiden, gibt es aber eine Möglichkeit, und zwar indem wir über die Spekulationsfrist gehen und sagen, wir behalten Produkte mindestens ein Jahr lang und dann gelten sie als privat. Und zwar sind sie dann Teil deiner Sammlung. Darauf fallen keine Steuern an. Es gibt da auch keine Limits, was Geldbeträge angeht. Kommen wir jetzt also zu der nächsten Analyse, und zwar für die Investoren. Momentan extrem günstig noch zu haben, ihr seht es hier, für 80 Euro deutsche Draft Displays von dieser New Capenna Edition. Vor einem Monat um Weihnachten rum gab es die sogar noch günstiger. Da gab es einen Games Island Dump, müsste man sagen. Da konntest du wirklich, wenn du ein Case gekauft hast, was ich jetzt auch gemacht habe,
dir für, ich glaube, 67 € eine Draft Booster Box auf Deutsch holen von Yuka Penna. Und für dieses Geld kann man dann absolut nichts falsch machen. Und wenn du in ja, diese Sealed Investments glaubst und langfristig dabei bist, dann weißt du, dass das ein extrem günstiger Preis ist und nach sowas solltest du Ausschau halten und kaufen. Nicht nur diese New Capenna, die jetzt immer noch sehr günstig sind, sind ein Kauftipp als Investment meiner Meinung nach. Auch wenn sie natürlich etwas unbeliebter sind, aber du siehst hier, sie sind immer noch in der beliebten Liste recht weit vorne. Ein gutes Produkt, was momentan noch zu haben ist, ist hier diese Zendikar Rising Draft Booster Box. Die gibt es manchmal noch bei Händlern für unter 90 €. Auch hier siehst du das. Ist ja vom Chart her natürlich nicht so prickelnd, aber hier sind auch Boxtopper drin. Das heißt, es können diese Zendikar Expeditions drin sein, spezielle Länder in einem speziellen Artwork. Und da könntest du natürlich auch Glück haben und allein diese Karte, die da drin ist, hat schon einen Wert. Und natürlich kannst du hier mit draften. Und der Preis ist eigentlich dafür, dass das Produkt jetzt doch eine Weile auf dem Markt ist, noch recht vernünftig. Das ist auch so, dass dieses Produkt immer seltener wird und ich denke auch langsam verschwinden wird. Das gleiche gilt natürlich auch für Modern Horizons 2. Die sehe ich so auf einer Stufe irgendwo, was das angeht. Wenn man mehr Geld hat, kauft man sich Modern Horizons 2. Wenn man weniger ausgeben möchte, dann eben dieses Zendikar. Beim Langzeitinvest habe ich einmal vom sogenannten Sweet Spot gesprochen. Bei Throne of Eldraine und Theros Beyond Death, da habe ich schon Videos dazu gemacht. Diese befinden sich an dieser Stelle. Die kann ich also wirklich auch empfehlen, wenn du sie zu einem guten Preis bekommst. Aber für mich, was so ein bisschen noch total undervalued ist, wenn man es so überlegt, das sind ältere Boxen, die hier noch für recht günstiges Geld zu haben sind, sind solche Ravnica Legions und auch das andere, das Guilds of Ravnica. Alte Sets, die noch günstig zu haben sind. Das sieht hier, nur gerade mal für 100 € oder auf Englisch. Und das ist eine Edition, die wirklich ja jetzt sicherlich 3 oder 4 Jahre auf dem Buckel hat. Müsste ich nochmal nachschauen, wie alt es tatsächlich ist. Aber für so ein altes Produkt als Investor, ja, das jetzt schon so eigentlich viel gereift ist, gar nicht mehr furchtbar viel verfügbar ist. Klar, es haben immer irgendwelche Leute diese Produkte irgendwo gebunkert, aber ja, im Vergleich zu den neuen sind da sicherlich viel weniger im Umlauf und dafür sind die Preise, finde ich, einfach viel zu niedrig. Und das sind für mich als Investor gesehen einfach Produkte, wo ich sagen würde, Langzeit gesehen, für den Preis jetzt bekommst du ein altes Display, das noch nicht im Wert gestiegen ist, finde ich spannend. Also, das wäre so mein Tipp, den ich euch hier ans Herz legen würde. Außerdem natürlich toll, du hast hier wirklich Draft Booster Boxen mit 36 Boostern und diese Gilden, die natürlich toll zu draften sind. Du pickst dir eine Farbkombination aus und in der bist du dann und draftest dann eine zweifarbige, ja, Kombi. Das wird Langzeit gesehen meiner Meinung nach sich gut entwickeln. Ach, interessant vielleicht noch das Ikoria. Ja, auch hier hat es noch recht viele natürlich. Das ist jetzt so die typische Corona-Edition, die während Corona erschienen ist, die da ja vielleicht auch gar nicht so viel geöffnet wurde, weil es auch gar keine so Treffen gab und jetzt letztlich viel Produkt hat, aber dadurch wahrscheinlich auch gar nicht so viel gedruckt wurde, kann ich mir vorstellen. Langzeit gesehen sollte das auch ein spannendes Produkt noch sein. Jetzt im Februar immer noch eigentlich ein solider Preis für einen gewerblichen Anbieter bei 112 €, da kann man sonst vielleicht auch mal zuschlagen. Worauf ihr immer achten solltet, ist eine Diversifikation. Egal, wie du investierst,
Du solltest schauen, dass du nicht nur ein Produkt da gekauft hast und das palettenweise, sondern dich ein bisschen breit aufstellst. Und dann kannst du dich freuen, wenn da etwas hochgeht. Wenn etwas runtergeht, ist es nicht so schlimm, weil du ja breit aufgestellt bist und vielleicht gar nicht so fürchterlich viele dieser Produkte hast. Und wenn die anderen gut laufen, dann tun die das so wie die diesen Verlust ein bisschen auffangen. Das waren also meine Investor-Tipps, die ich jetzt so hatte. Und ja, lasst mich in den Kommentaren wissen, wofür ihr euch so entscheidet. Für mich ist es so, ich warte auch ein bisschen noch auf das Lord of the Rings und dafür werde ich wahrscheinlich ein bisschen mehr investieren. Jetzt sind wenig Angebote bei unseren Online-Händlern verfügbar. Wenn man da ein bisschen schaut, gibt es eher weniger. Die Zeit um Weihnachten war auf jeden Fall prima. Da konnte man das ein oder andere Schnäppchen machen. Everything.